Fragen hat. Ganz genau. Kevin Kühnert ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ein vielgefragter Mann in diesen Tagen. Anführer der Gegenbewegung, habe ich vorhin mal gesagt. Welchen Titel können Sie denn am wenigsten leiden in diesen Tagen? Ja, wahrscheinlich ist es fast schon dieser, weil, also Anführer ist so ein Begriff, mit dem ich jetzt wirklich wenig anfangen kann. Ich bin Vorsitzender der Jusos, das ist mein Job und damit bin ich eigentlich ganz glücklich. Sie haben denen, die diese große Koalition nicht wollen, schon ein Ziel und Orientierung gegeben und eine Kampagne. Das stimmt, das haben wir gemacht. Wir haben uns nicht ausgesucht, dass wir das alleine an der Spitze dieser Bewegung sozusagen machen. Es wirft leider ein bisschen auch einen Blick auf den Zustand dieser Partei im Moment, weil wir haben an der Basis eine große Ablehnung, ob es eine Mehrheit ist. Ist im Moment schwer einzuschätzen, dessen, was der Parteivorstand gerade machen will, wieder in eine große Koalition gehen, wieder diese Koalitionsgespräche führen. Und es findet keine Entsprechung da vorne im Parteivorstand, zumindest zu großen Teilen nicht. Und deswegen ist das jetzt so ein bisschen viele gegen die kleinen Jusos. Dabei ist das Verhältnis, glaube ich, in der Partei eigentlich ein anderes. Aber da sind Sie trotzdem Anführer der Gegenbewegung. Warum ist es besser, nichts zu verbessern, als wenigstens etwas zu verbessern? Und wie viele sagen und wie auch Sie selber einräumen, Sondierungspapier, ist viel drin, viel erreicht, die haben gut verhandelt, die Genossinnen und Genossen. Also warum ist es besser, das alles zu verschenken? Zwei Sachen dazu. Das eine ist, es gibt, merken wir auch heute wieder, einen massiven Vertrauensverlust bei vielen unserer Mitglieder und Delegierten gegenüber der Union insbesondere auch. Das sind Erfahrungen, die wir aus den letzten beiden großen Koalitionen mitgenommen haben. Da sind Vereinbarungen gebrochen worden. Und deswegen fragen natürlich viele hier, was ist denn das Papier wert, auf dem diese Projekte vereinbart sind? Kommen die wirklich oder werden die uns in 4 Jahren zum dritten Mal als Verhandlungserfolg gekauft? Gleich eine Gegenfrage. Wo waren Sie in den vergangenen beiden großen Koalitionen, jetzt nicht nur Sie persönlich, sondern auch die Jusos beispielsweise, als es darum ging, das einzufordern, was im Koalitionsvertrag drin stand, was da nicht umgesetzt worden ist? Na, selbstverständlich haben wir das eingefordert beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Ist ja auch nicht so, dass das einfach ausgesessen wurde oder so. Andrea Nahles hat ja mit ihrem Ministerium speziell in diesem Bereich die Gesetzesvorhaben ausgearbeitet. Der Vorwurf geht nicht an unsere Leute, dass die zu faul gewesen sind, sondern der Vorwurf geht an den Koalitionspartner, dass die am Ende mit Spiegelstrichdebatten die Entscheidung so lange rausgezögert haben, bis die Legislatur vorbei war. Meine Frage ging in die Richtung, warum haben Sie nicht damals schon Alarm gemacht und gesagt, so, pass mal auf, Union oder SPD, mal unsere Partei, macht denen mal ein bisschen Druck, macht denen mal ein bisschen Feuer, damit die das umsetzen, was da drin steht. Da waren Sie aber nicht, habe ich Sie nicht gehört. Also nicht Sie persönlich, aber auch die anderen nicht so recht. Naja gut, tut mir leid, dass ich letzten Sommer nicht die Aufmerksamkeit hatte, die ich vielleicht jetzt für meine Position habe. Könnte auch daran liegen, dass ich damals nicht der Juso-Vorsitzende gewesen bin. Aber selbstverständlich haben wir das damals auch angemerkt. Ja, das ist ein Kritikpunkt, den haben wir auch noch mal aufgemacht im Dezember auf dem Parteitag in Dortmund, als wir unser Wahlprogramm beschlossen haben, wo wir auch letztlich kritisiert haben, dass wir es überhaupt noch mal reinschreiben müssen ins Wahlprogramm, weil es hätte ja längst abgearbeitet sein können. Nur wie gesagt, der Vorwurf geht nicht an unsere Leute, sondern der geht eben an die Union, die das niemals wollte, ehrlicherweise. Und die Liste lässt sich ewig fortsetzen. Das sind zig Projekte, die nicht durchgesetzt wurden. Und da reicht die Vertrauensbasis hier für viele nicht aus. Ich meine, meine Frage war, wir müssen das jetzt aber auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Meine Frage ging schon in die Richtung, haben Sie damals keine Kampagne gestartet, aber jetzt irgendwie, wo Sie in dieser Situation sind. Warum denken Sie, dass eine SPD in der Opposition besser aufgehoben wäre? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir zu mehr Polarisierung in Deutschland, insbesondere zwischen den beiden großen Parteien, kommen. Das ist eine Rückmeldung, die wir in der SPD ganz, ganz viel im Wahlkampf bekommen haben, von Leuten, die uns gesagt haben, Wahlprogramm hört sich ganz gut an, aber ich nehme ja wahr, wie ihr regiert. Und ich nehme euch wahr als eher so ein Korrekturbetrieb der Union. Ihr sorgt dafür, dass es nicht ganz so schlimm wird, wie es sonst mit der Union kommen würde. Aber was ist eigentlich euer eigener politischer Anspruch? Und das hat sich so tief bei uns, bei vielen in die Denke eingefressen, dass unsere Wahlprogramme sich in Teilen mittlerweile auch so lesen. In manchen programmatischen Stellen, wenn ich zum Beispiel mir anschaue, was bietet die SPD an im Umgang mit den krass ungleichen Vermögensverhältnissen in Deutschland. Da könnte man jetzt verschiedene Sachen fordern. Vermögenssteuer, haben hier einige was dagegen, man könnte an die Erbschaftssteuer rangehen oder. Am Ende haben wir gar nichts von beiden wirklich gemacht, weil wir Angst davor hatten, dass das irgendwo bestraft wird. Dann haben wir gesagt, 3 Prozentpunkte mehr Spitzensteuersatz, das war alles. Und das Ergebnis ist, wir hatten so wenig Verhandlungsmasse, dass jetzt nichts drin ist im Sondierungspapier. Aber das ist doch keine Frage von Koalition, sondern das ist doch eine Frage von, wie agiere ich in einer Koalition? Das ist richtig, aber wir haben keine gemeinsame Analyse in der SPD, Stand jetzt davon, was die Fehler, die großen 1, 2, 3 in unserer Regierungsarbeit waren. Und das hätte aus meiner Sicht die notwendige Voraussetzung sein müssen, um jetzt zu sagen, okay, wir probieren das nochmal. Meine These ist nicht, dass die SPD automatisch in der großen Koalition verliert. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist jetzt zweimal passiert. Das heißt, wir werden anscheinend
Parteien zweimal krasse handwerkliche Fehler gemacht haben, weil die Verluste sind herb gewesen. Und ich möchte, dass diese Partei für sich klarzieht, woran hat das gelegen und was müssen wir abstellen, damit es beim nächsten Mal anders wird. Und ich sehe diese Analyse im Moment nicht. Außer, dass man sich gegenseitig bekehrt und sagt, diesmal machen wir es aber wirklich anders. Das haben wir beim letzten Mal auch schon getan. Das heißt, Sie glauben auch Lars Klingbeil, dem neuen Generalsekretär, nicht, dass er diesen Prozess tatsächlich einleitet? Doch, definitiv. Der wird ja auch im Moment im Willy-Brandt-Haus schon eingeleitet. Aber wir stehen am Anfang. Der Erneuerungsprozess der SPD ist nichts, was sich in 2 Monaten vollziehen wird, sondern das ist ein Prozess, der wird sich über die nächsten 1, 2, 3 Jahre bei uns ziehen und muss natürlich zum Ziel haben, dass zur nächsten regulären Bundestagswahl die SPD ein politisches Angebot unterbreitet, was ganz klar abgegrenzt ist zur Union und was am besten noch eine Machtperspektive auch beinhaltet, bei der die Leute nicht sagen, ist ja klasse, aber mit wem außer der Union wollt ihr es denn eigentlich umsetzen am Ende? Aber jetzt verstehe ich Sie überhaupt nicht mehr, weil Sie beklagen fehlendes Vertrauen, sagen aber, es ist der Erneuerungsprozess ist eingeleitet worden. Wird natürlich eine Weile dauern und stellen ihn trotzdem schon wieder in Zweifel. Ja, das ist jetzt nicht ganz korrekt zusammengefasst. Der Vertrauensprozess, sage ich schon. Der Erneuerungsprozess fängt im Moment an. Aber es ist ja ein laufender Prozess. Ich weiß, dem können Sie doch... Sein. Natürlich nicht, aber der Prozess hat doch angefangen. Deswegen können Sie doch erstmal gucken, im Gegensatz zu früheren Jahren. Er hat begonnen, das ist doch der große Unterschied. Und trotzdem bezweifeln Sie jetzt schon, dass es zu einem guten Ergebnis kommt, obwohl er jetzt gerade angefangen hat. Ja, aber jetzt schaffen wir ja die Grundlagen für eine mögliche neue Regierungszusammenarbeit. Das müsste ja jetzt in einem Koalitionsvertrag, den wir gegebenenfalls mit der Union ausarbeiten, da müsste ja strukturell drin angelegt sein, was soll denn anders laufen? Unsere Leute haben das ja durchaus mitgenommen und haben gesagt, hey, wir haben in den Gesprächen vereinbart, dass die Regierungszusammenarbeit anders laufen soll. Es sollen zum Beispiel die Regierungsmitglieder auch mal ins Land rausgehen und Versammlungen machen. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Angela Merkel soll sich 3-mal im Jahr im Deutschen Bundestag von frei gewählten Abgeordneten befragen lassen. Und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, das sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten, dass wir über sowas überhaupt diskutieren müssen, dass das die Erneuerung... Die wir aber bislang nicht haben. Ich weiß. Und auch hier wieder, das ist nicht der Vorwurf an unsere Leute, aber da sehen wir es doch, mit was für einem Koalitionspartner wir es zu tun haben. Da ist eine Frau, die hat sich nach 12 Jahren im Kanzleramt so bequem gemacht, dass man es ihr abverhandeln muss, dass sie sich 3-mal im Jahr befragen lässt von Abgeordneten. So weit sind wir gekommen, dass wir sowas als Verhandlungsmasse in Sondierungsgespräche reinnehmen müssen. Ich finde das wirklich irre. Sie haben in Ihrem Redebeitrag hier heute gesagt, es sei ein Vertrauensbeweis nötig. Wie soll der denn aussehen? Es wird nicht der eine große Vertrauensbeweis sein können. Wir können es hier nicht irgendwelche Geschenke gegenseitig machen. Aber das muss in der täglichen Zusammenarbeit wachsen. Und das heißt einfach, dass jetzt auch ein paar Mal Absprachen eingehalten werden müssen. Viele Delegierte haben hier nicht das Gefühl, dass zum Beispiel die Zusicherung im Dezember, die lautete ja, wir führen jetzt ergebnisoffene Gespräche mit der Union, dass die eingehalten wurde. Das war aber ein ganz wichtiges Versprechen. Für viele Delegierte war das überhaupt der Hebel, um damals sagen zu können, okay, mit viel Bauchschmerzen gebe ich eine Zustimmung. Weil Martin Schulz gesagt hat, für uns ist nichts festgelegt. Wir können uns eine Koalition vorstellen, eine Minderheitsregierung, ein Kooperationsmodell. Schauen wir mal. Ich hatte nicht den Eindruck, und die Aussagen lassen das eigentlich auch nicht so zu, dass die da wirklich in die Gespräche reingegangen sind und dass der Union hart abverhandelt haben. Weil die Union hat von Anfang an gesagt, Minderheitsregierung haben wir keine Lust drauf. Insofern konnte das Feedback jetzt eigentlich niemanden überraschen. Ich hatte den Eindruck, als Sie das Wort gebraucht haben und Vertrauen und Vertrauensbeweis gesprochen haben, als wenn Sie irgendeine Botschaft des Parteivorsitzenden erwartet hätten. Jetzt lese ich auch zwischen den Zeilen. Sie vermuten vielleicht, dass ich darauf angespielt hätte, dass es eine Trennung von Amt und Mandat beim Parteivorsitzenden, dass der also nicht ins Kabinett einsteigt, nötig ist. Ich weiß, das ist eine Debatte, die in den letzten Tagen in der SPD geführt wurde. Das sehe ich ausdrücklich anders. Ich halte das für eine Symbolik, insbesondere wenn es nur um eine einzelne Person geht, weil das Problem der SPD ist nicht Martin Schulz. Wir haben ein viel strukturelleres, grundsätzlicheres Problem und das löst sich nicht dadurch auf, dass hier irgendjemand ans Redepult geht und sagt, okay, ich bin im nächsten Kabinett auf jeden Fall nicht mit dabei. Das wäre mir zu einfach. Aber Ihnen ist schon klar, obwohl Sie das unter der Woche in Interviews anders gesagt haben, dass Martin Schulz als Parteivorsitzender keine Chance hat, wenn er mit diesem Antrag hier nicht durchkommt. Das wird immer so als Naturgesetz dargestellt. Ne? Mir ist klar, dass es gewisse ungeschriebene Gesetze in der Politik gibt und dass manche glauben, danach handeln zu müssen. Ich kann nur das wiederholen, was ich die Woche über gesagt habe. Ich meine das ganz ehrlich. Wir als Jusos erwarten das nicht. Und ich sage diesen Satz auch nicht, weil ich weiß, haha, dann sorgt halt jemand anderes dafür, dass er zurücktritt. Ich finde das wirklich eine falsche politische Kultur, dass ein politischer Streit am Ende immer darin münden muss, dass der Unterlegene zurücktritt. Dadurch wird doch nichts besser und die Situation der SPD und der Gesellschaft kein bisschen einfacher. Allerletzte und die obligatorische Frage, das mache ich sonst ungern, aber heute geht es nicht anders. Wie geht das aus nachher?
Ich halte das für extrem offen. Es hat heute den Versuch nochmal gegeben, mit einem Änderungsantrag nochmal eine Brücke zu bauen für einzelne Delegierte. Ich glaube, einige ringen gerade für sich, ob sie darüber gehen sollen, wollen, wie auch immer. Und wir nutzen jetzt die verbleibende Stunde, glaube ich, noch etwa bis zur Abstimmung, um nochmal klarzumachen, warum wir finden, dass man guten Herzens heute Nein sagen kann. Ich glaube, nach dem Auftritt von Andrea Nahles sind die Chancen etwas kleiner geworden, wäre jetzt meine Theorie. Kevin Kühnert, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Danke, dass Sie so lange bei uns gewesen sind. Und